So, irgendjemand hat unlängst in den Kommentaren nach diesem Tuch gefragt. Ich zeige euch das hier gerne mal. Es ist, da kann ich durchschauen, es ist ein traumhaft schönes Tuch. Es ist abgeleitet von einem, wie heißt das jetzt? Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das hat mir an dem Original hat mir nicht gefallen, dass es nicht beidseitig war. Ich liebe ja Tücher natürlich, die beidseitig, also die zwei schöne Seiten haben sozusagen. Voilà, also habe ich diese Anleitung geschrieben. Und ich mag dieses Tuch wirklich sehr gerne. Es sieht halt einfach spektakulär aus, wenn du das anhast. Abgesehen davon, dass dieses hier auch sehr warm ist. Ja, heute ist Tag 19, noch 2 Tage, bis wir 3 Wochen rum haben. Ich glaube, was die österreichischen Infektionszahlen angeht, wird die Kurve schon langsam ein bisschen flacher, wollen wir es nicht verschreien. Vielleicht ist dann doch Licht am Ende des Tunnels. Es ist ganz sicher Licht am Ende des Tunnels. Die Frage ist nur, wie lang der Tunnel ist. So, ich gehe jetzt zu meinen lieben Nachbarn und, ach so, zum Pandemie. Na, das ist natürlich unoriginell. Partnerschaft. Ja, die Partnerschaften sind im Moment scheinbar, so wie es scheint, ein bisschen unter Stress. Gar nicht so einfach, wenn man jetzt vielleicht den ganzen Tag aufeinander picken muss. Ja, da fällt mir natürlich ein, Pflegerinnen und Pfleger, Pflegeheime, also dort, wo die am meisten gefährdeten Personen leben und versorgt werden. Den Pflegerinnen und Pflegern gebührt natürlich größter Respekt und es ist immer schon eine Schande, wie miserabel die Bezahlung für diese Berufe ist. Ich habe die kleine Hoffnung, dass sich da ein bisschen etwas ändern wird in der Wertschätzung dieser Berufe in Zukunft. Man wird ja noch hoffen dürfen. So, aber nun begebe ich mich zum Mittagessen zu meinen lieben Nachbarn und gut, Querformat. Ja, unbedingt Querformat. Also ihr sagt es mir, wenn ich auf die Nerven gehe mit der Kamera, gell? Na, Ich habe halt sehr nette Begriffe für uns. Aber, Ja, das ist gut. und Ja, zwar das einen ist gut. speziell für dich Ja. und einen speziell für dich. Ja, der Buchstabe ist P. Ja, und für dich habe ich den Punkt Funèbre. Unser Maître de Français Ja. wird uns aufklären. Ja, das ist richtig, ja. Bon Funèbre, kommt aus dem Französischen und zwar deshalb, weil ja Österreich eine sehr interessante Monarchie war und weil am Hofe Französisch gesprochen wurde. Das ist ja überhaupt eine interessante Sache, dass sich ja damals, also vor 200, 300 Jahren, die Menschen international sehr gut verständigen konnten. Ja? Mozart ist nach Paris gefahren mit seiner Mutter und die haben Konzerte veranstaltet dort. Der Haydn hat in London gearbeitet. Aber es war doch das spanische Hofzeremoniell in Österreich. Wieso hat man Das dann Französisch geredet? Französisch, weil Französisch wie Englisch heute einfach die internationale Sprache war. Okay. Ja? Die feinen Leute haben Französisch geredet. Ja? Der Ja, Hof, ja. weil alles hat sich nach dem Ludwig dem 14. oder dem französischen Hof gerichtet. Das war Ja, warum hat man dann nicht das französische Hofzeremoniell? Entschuldige, das ist unlogisch. Warum hat man dann nicht das französische Hofzeremoniell, sondern das spanische, dazu das bin ich. viel strengere spanische? Das hat sich in der spanischen Hofreitschule noch erhalten. Point Gut gegeben. Ja? Aber sonst bin ich zu well jung. Ja. taken, so ein Sonst Ding, bin ich ne? zu jung, um diese Okay.
die Hintergründe dieser Tatsachen zu wissen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Französische, also bei den feinen Herrschaften gesprochen worden, bei denen, die zum Hof Zugang hatten, ja, oder bei all denen, die gerne zum Hof Zugang gehabt hätten, oder die sich fein artikulieren wollten. Und also mit einem Wort die oberen 10.000. Und die oberen 10.000 haben natürlich hunderttausende Angestellte gehabt. Und diese Angestellten haben natürlich diese französischen Ausdrücke mitgekriegt. Und die sind dahin gestorben wie die Fliegen, um zum Punkt zu kommen? Ja, nicht? Und sehr viele Ausdrücke aus dem Französischen haben sich im österreichischen Sprachraum gehalten. Zum Beispiel, also weil man eben das nicht gescheit aussprechen konnte in der Allgemeinheit, war es so, dass Le Pont Funèbre ist zu Pont Funèbre geworden. Ja? Also, und ein Pont Funèbre ist einer, der am Friedhof beschäftigt ist, um die Leichen unter die Erde zu bringen. Oder? Ein Bestatter. Ja, Bestatter. Genau, ja. Das ist es. Ja. Das Bestattungsunternehmen. Ja. Es gibt mir heute Gutes zum Essen, ich sollte irgendwie meinen Schlüssel vom Finger. Ja, also heute gibt es einerseits eine Suppe von der Art, die ist nicht gut, ist. Das ist eine Lauchel-Erdäpfelsuppe, gell? Ja. Und dann gibt es ein Dal mit roten Linsen, mit Sellerie, Karotten und Erdäpfel. Ah, fantastisch. Und rote Rüben natürlich. Tun wir mal essen und rote Rüben natürlich. Einen Côte de Ventoux. Und zwar aus dem Jahr 1980, bitte. 40 Jahre. Wahnsinn. In meinem Keller vergessen worden. Aber jetzt zu unserem Mittagessen. Genau, passend. Gut, Mahlzeit. So, was mich immer schon interessiert, wahrscheinlich habe ich dich das auch schon einmal gefragt, sicher bin ich aber nicht, woher kommt deine Frankophilie? Du hast erzählt, du bist in ein Lycée gegangen. Ja. Weißt du, wie man da drauf gekommen ist? Das war ja nicht gerade der übliche Schulweg, ne? Also die übliche Schulausbildung. Ja. Nein, es war so, dass zur Zeit der Besatzung Wiens, Wien war ja, ja. Von den vier Siegermächten ja. besetzt. Ja. Und die vier Siegermächte haben sich, ähnlich wie in Berlin, haben sich die Stadt aufgeteilt in vier Teile. Und ein Teil war französisch. Und die Franzosen waren da im 14. Bezirk und haben eine riesige Kaserne, die also von österreichisch-ungarischen Monarchie noch stammte, eine riesige Anlage. Ja, die haben sie einfach okkupiert und haben dort ihre Soldaten gehabt. Aber die war so groß, diese Kaserne, dass dann eigentlich noch viele Räume unbenutzt waren. Und es ist so, dass die Franzosen für ihre Besatzungssoldaten, die dann offenbar auch ihre Frauen mitnehmen konnten, haben sie eine französische Schule dort installiert, weil es gibt weltweit einen französischen Stundenplan und in allen Ländern, wo es französische Schulen gibt, wird nach dem gleichen Stundenplan vorgegangen. Mhm. Und das heißt, du kannst in Djibouti und dann in London ist das noch so? Immer in der französischen Schule in die nächste Klasse weitergehen. Ja. Okay. Das war auch für die französischen Diplomaten. Ja. Mhm. Und kannst dann dein Abitur machen. Ja. 15, ja. Also das heißt, sie haben also eine französische Schule eingerichtet. Ja. Aber offenbar waren hier relativ viele junge französische Soldaten, die nicht so viele von mir, es waren relativ wenige von mir. Also deswegen haben sie dann Klassen gehabt, wo drei Schüler waren. Ja. Ja. Und dann haben sie quasi so eine Kampagne gehabt, wo sie österreichischen oder Wiener Familien, die Kinder im schulpflichtigen Alter hatten, angeboten haben, in die französische Schule zu kommen. Ah. Ja. Außerdem wollten die Franzosen, wie überhaupt die anderen Besatzungsmächte auch, interessanterweise bei den Österreichern ein sehr gutes Bild abgeben. Und haben immer ein bisschen Werbung für ihr politisches System, für ihr Land und für ihre Kultur gemacht. Und die Franzosen waren daran interessiert, dass Österreicher Französisch lernen, um sozusagen die französische Kultur hier aus strahlen zu lassen. Ja. Und meine Mutter war an der Akademie. Hast du nicht den Finger vor der Optik irgendwie? Mir kommt das irgendwie merkwürdig vor. Ein bisschen. Deswegen habe ich ja dieses Ding. Aber du bist zu sehen. Aber es ist egal. Eine fleischfarbene Wolke. Ja, links von dir.
Eltern waren modern, ja, und meine Mutter hatte von der Akademie noch 4 Freundinnen, die alle ungefähr im gleichen Alter Kinder gekriegt haben. Und das heißt, dass ich schon als Kind mit den Kindern von der Freundin oder von den Freundinnen meiner Mutter Kontakt hatte. Und dann war es so, dass diese modernen Frauen haben gesagt, geben wir doch unsere Kinder in die französische Schule, ja, international und so. Na gut, und dann haben sie uns in die französische Schule gegeben. Und das Witzige war, dass die ersten 2 Schulklassen habe ich in der Kaserne verbracht, weil die Schule noch dort war. Kasernengebäude untergebracht war. War das die Elisabeth-Kaserne? Nein, oder? Das war da in Penzing, bei der Hütteldorfer Straße. Bevor man zum Hanusch-Krankenhaus kommt, auf der rechten Seite ein riesiges Kasernengelände. Ja. Und dort bin ich in der Kaserne in die Schule gegangen. Aber was interessant ist, was überhaupt interessant ist, ist, unsere Klasse, da waren keine französischen Kinder, sondern wir waren ausschließlich Wiener Kinder. Ah, wirklich? Ja? Das ist lustig. Wir waren 28 Wiener Kinder in einer Klasse. Wow. Und keine französischen? Nein, und wir haben aus Frankreich direkt importiert eine französische Lehrerin bekommen, die uns damals als unglaublich alt erschienen ist. Du warst 35 oder so. Ja. Also auf jeden Fall eine Lehrerin. Und die kam an aus Frankreich und konnte kein Wort Deutsch. Und wir konnten kein Wort Französisch. Aber jetzt kommt der interessante Punkt. Das Interessante ist, dass diese Lehrerin, ich weiß heute nicht mehr, wie sie das geschafft hat, ja? Aber wir haben, als ich 10 Jahre alt war, konnte ich besser Französisch als Deutsch. Toll. Wissen. Wenn ich mit meinen Freunden nach der Schule gespielt habe, dann war es so, dass ich sehr oft geredet habe und dann den französischen Ausdruck, also die haben sich immer lustig gemacht über mich, weil ich habe immer gesagt, wie heißt das auf Deutsch? Also ich konnte das auf Französisch, aber ich konnte es nicht auf Deutsch, weil wir haben 2 Stunden Deutsch gehabt und der ganze andere Unterricht, vom Turnen bis Geografie, bis alles war Französisch. Ja? Ja. 2 Stunden Deutsch in der Woche. Ja? Peter, für dich habe ich einen. Ja. Erstens einmal habe ich gestern diesen Nachbarn, der mir das erzählt hat, das ist ein Oberösterreicher, habe ich dann festgestellt, aber ich habe irgendwas erzählt, ob die Kinder recht benzen und er sagt, benzen. Was? Ja. Was? Sag ich, benzen? Natürlich. Kenne ich nicht, benzen. Ja. Sag ich, woher bist denn du? Sag Benzing, du, aus Oberösterreich. Aus Oberösterreich, sag ich. Ja. Hast du noch nie benzen gehört? Ja. Gut. Also, aber das ist nicht der Ausdruck. Ja. Den Ausdruck, den ich für dich habe, ist Pappenschlosser. Ja, Pappenschlosser ist natürlich relativ einfach. Aber das ist natürlich der Zahnarzt. Ja, deswegen habe ich den für dich ausgesucht. Ja, sicher. Und in Ebensee war es so, dass ich bin aus Ebensee. In Oberösterreich, im Salzkammergut. Und da war ein Dentist. Also das war sozusagen, da war kein Zahnarzt, so ein kleiner Ort. Und der hat, kann mich auch nur gut erinnern, das war einfach halt einfach eingerichtet. Also nicht gerade, dass dieser Bohrer mit Hand betrieben war, aber... Fast. Also mit dem Fuß betrieben, mit dem Fußpedal. Aber es war ein Dentist. Und das ist ja schon eine interessante Geschichte, wie sich diese ganze Zahn... Kunde entwickelt hat. Ich hab unten also verwachsene Zähne, also übereinander stehende Zähne. Und da war überhaupt keine Rede damals, dass es sowas wie eine Zahnkorrektur gab oder so. Du weißt, was ich meine. Ja, also, natürlich. Dass man irgendwie so wie irgendwelche Zahnklammern. Ich kann mich gut erinnern, wie ich glaube in der Mittelschule war, ist ein Mädchen, ich glaube das war sogar eine Amerikanerin, aufgetaucht, die hat diese Metall-Brackets drinnen gehabt. Ja. Es war wie, also ich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Es war außerirdisch. Es war einfach, was ist das? Kann man überhaupt noch, warum sind da so Metallklammern auf den Zähnen? Wie geht das? Und das ist interessant, wie sie solche Sachen einfach ganz anders entwickelt haben. Ne? Ja. Also, in Korneuburg gab es den legendären Schwarzstein, der, als ich so 10, 11 Jahre alt war, war 80. Mhm. Und da hat er sein Unwesen getrieben, buchstäblich. Was sagt er mir da jetzt? Sagt er mir was? Nein. Und der hat mir meine ersten 2 Goldplomben montiert, was natürlich eine Katastrophe ist. Ja. Und das waren die ersten 2 Zähne, die ich verloren habe. Ja. Also der Schwarzstein ist Legende. Über Zahnärzte können wir, glaube ich, einen Nachmittag füllen. Ja, genau. Das wäre meine Idee Und dann habe ich noch einen Begriff ausgesucht, den kennen wir aber eh alle, ich finde den so nett. Ja. Bachelbur. Aha.
Ein Beizerpool ist auch super natürlich. Du überlegst? Nein, nicht der Ernst. Ich kann nicht überlegen. Der ja. Stefan überlegt. Okay. Ja. Beizerpool ist natürlich ein Zuhälter. Okay. Okay. Nein, weißt du das? Wirklich? Apropos, habt ihr gelesen, dass der Bernie Ecclestone mit... Ja, Martin toll. Super gut. Und sie ist eine Brasilianerin. Und der ja. 44 ist sie. 44 ist sie, das großartig. Der Stefan muss schon wieder aufgeklärt werden. Ja, sicher. Ja. Bunte und so weiter. Kein Thema. Na geh, was? Er hat schon wieder geheiratet oder was? Nein, nein, ja. Er wird schwanger, er ist schwanger. Ja, geh. Und wie alt ist er? 89! 89, sie ist 44. Na sicher. Na? Ist eine schwäche Frau. Na geh. Also, oder? Erstaunlich. Was Geld alles macht. Aber es steht immer in der in den ganzen Überschriften, Stand wird angeblich wieder Vater. Ach so, ja. Ja. Der Anthony Quinn ist auch mit 92 noch Vater geworden, also tut sich nichts an. Ja. Nein, aber wenn du diese wienerischen Begriffe da ins Spiel bringst, das finde ich sehr interessant, weil ich habe mal eine sehr interessante Sendung gehört im Radio. Wenn man irgendjemanden fragt, wo das originalste Deutsch gesprochen wird, ja, dann würde keiner auf die Idee kommen, dass es in Wien ist. Ja. Und es ist so, dass der Weigel, glaube ich. Der Weigel hat diese Sendung gemacht. Ja. Ja. Sehr interessant. Mhm. Weil er hat gesagt, dass nicht in der Hochsprache, aber im Dialekt, im Wiener Dialekt, ja, der Wiener Dialekt besteht zu einem Großteil aus Ausdrücken, die aus dem Mittelhochdeutschen noch stammen. Ja, zum Beispiel, also er hat ein Beispiel, habe ich in Erinnerung, ja, und zwar in Wien sagt man, na geh, rück das noch einmal Eizel nach links. Ja, Eizel. Eizel, ja, ein Eizel. Niemand käme auf die Idee, dass das ein Ausdruck aus dem Mittelalter ja, ist. Das war irgendeine Maßeinheit tatsächlich. Ja, das war ein Apothekermaß. Genau, Eizel. Ja. Ein Alkali war ein Apothekermaß. Und wenn also etwas ein kleines Maß, wenn man von einem kleinen Maß spricht, ob das jetzt in Zentimeter oder in, eigentlich in Zentimetern ist, dann spricht man eben von einem Eizel, ja, und an das kann ich mich noch erinnern, und es gibt viele Ausdrücke, die man so abtut, also das ist ja nur Dialekt, aber in Wirklichkeit ist das, ist das ganz ursprüngliche deutsche Sprache, unglaublich. Gut, so. Ein Diphthong ist das dann. Dann werden wir den Damen heute unsere Erkenntnisse... unsere Erkenntnisse zur wienerischen Sprache. Nein, ich finde es auch interessant, was die Damen da drauf schreiben, weil sie erzählen dann von ihren Begriffen und wo welche Begriffe wo in Deutschland dann zu Hause sind. Also das ist sehr nett. Gut, danke meine Herren. So meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Vergnügen bereitet. Wie immer bin ich neugierig auf eure Kommentare. Insbesondere vielleicht habt ihr andere Begriffe, die ihr für die gleichen Dinge verwendet. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt bitte gesund. Bitte und danke sind auch in Nicht-Krisenzeiten ganz wertvolle Wörtchen und gehören nicht einer Fremdsprache an. Und wir sehen uns morgen in aller Frische. Wir halten durch.